DAX Trading 18.07.2019 Tagesgewinn 2100 Euro Quantenmechanik Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 18. Juli 2019 und hier YouTube Livestream sind derzeit 30 Zuschauer. Ehrlich gesagt, so viel habe ich eigentlich fast nie, sondern musste immer vor leeren Bänken traden. Grundsätzlich möchte ich kurz noch etwas sagen. Den Chat lasse ich zwar eingestellt, ich habe ihn aber bei mir ausgeblendet, da ich auf keinerlei Fragen während des Tradings eingehen möchte und diese auch überhaupt nicht lesen und beachte. In den Pausen stelle ich das Mikrofon ab und habe auch da keine Lust, über irgendetwas zu diskutieren. Ich rechne das ja alles sämtliche Trading mit der Quantenmechanik aus und so mache ich es, und wenn Sie damit traden wollen, bleibt Ihnen das überlassen, das ist mir jedenfalls egal, aber Fragen aus dem Chat und so weiter beantworte ich nicht. Ich habe das schon früher, als ich Investmentmanager bei Goldman Sachs in New York war, auch nicht getan und das war immer gut so, denn im Grunde genommen lenkt das nur ab. Es ist ebenso, dass ich täglich 1 bis 2 Stunden hier öffentlich Trading mache und bisher waren in diesen 1 Stunde meistens immer mindestens 1500 Euro Gewinnen da. Und daran sollten Sie denken, denn Sie wollen ja gewinnen und nicht irgendwelche Reden schwingen. Es ist jetzt 9 Uhr untertags, steht bei 12.215 Punkten und ich gehe jetzt von einer Reduzierung aus und mache einen Leerverkauf über 12.215 Punkten. Jetzt ist es 9.03 Uhr, der DAX tatsächlich etwas gefallen und steht auf 12.177 DAX-Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 38 DAX-Punkte mit. Jetzt haben wir es 9.04 Uhr, der DAX ist schon wieder etwas schnell gestiegen auf 12.196 Punkten. Ich kaufe jetzt einen neuen DAX für 12.196 DAX-Punkte. Jetzt haben wir bis 9.55 Uhr warten müssen, der DAX hat sich hochgepäppelt stufenweise und steht jetzt bei 12.273 DAX-Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 77 DAX-Punkten mit. Jetzt um 9.56 Uhr steht der DAX bei 12.272 Punkten und ich denke, er könnte fallen, und mache einen Leerverkauf über 12.272 DAX-Punkte. Nun haben wir 1 Stunde warten müssen, es ist jetzt genau 11.04 Uhr, untertags steht bei 12.220, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 52 DAX-Punkten mit. Jetzt haben wir es 11.06 Uhr, der DAX hat wieder gedreht und ist etwas gestiegen auf 12.225 Punkte und ich kaufe jetzt einen neuen DAX für 12.225 Punkte. Nunmehr haben wir es 11.14 Uhr und der DAX ist weiter gestiegen und steht jetzt auf 12.234 Punkte und ich stelle jetzt erstmals glatt und nehme den Gewinn von 9 DAX-Punkte mit. Jetzt ist es 11.16 Uhr untertags, es weiter gestiegen und steht jetzt auf 12.237 Punkte. Ich kaufe jetzt nochmal ein DAX für 12.237 Punkte. Jetzt haben wir es 11.28 Uhr, untertags ist weiter gestiegen und steht auf 12.349 Punkte. Ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 12 Punkten mit. So, jetzt möchte ich Schluss machen, gleiches Mittagszeit und bei uns gibt's heute arme Leute Mittagessen, nämlich Kartoffelpuffer mit Pfirsich drauf. Beim Lidl kosten 600 Gramm eingefrorene Kartoffelpuffer nur 1,20 Euro und die gibt's heute. Verdient haben wir heute 38 DAX-Punkte plus 77 DAX-Punkte plus 52 DAX-Punkte plus 9 DAX-Punkte plus 12 DAX-Punkte. Macht zusammen 188 DAX-Punkte und da ein DAX etwa 12,20 Euro wert ist, sind das heute etwa 2100 Euro Gewinn, abzüglich Transaktionskosten.